Seit ich auf YouTube und Instagram aktiver bin, sag ich jetzt mal, kriege ich immer wieder Fragen nach meinem Gewicht, was ich esse, wie ich mein Gewicht halte. Ich meine, ihr wisst, dass ich professionelle Tänzerin bin, dementsprechend bewege ich mich natürlich auch viel. Aber viele fragen halt, wie sehr die Ernährung mit meiner Figur zusammenhängt oder wie ich es eben schaffe, diese Figur zu haben. Und ich habe oft überlegt, ob ich halt so What I Eat in a Days machen soll oder so. Aber ich habe halt auch gesehen, wie polarisierend solche Themen oft sind bei Kollegen, also anderen YouTubern. Und deshalb habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten, da ich da nicht sonderlich vorbildlich bin, finde ich. Mmh, lecker, 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 lecker. Oh mein Gott. Dazu gibt es übrigens Bread. Oh mein Gott, das schaut so geil aus. Geil. The best. Lieb so sehr. Da im folgenden Video natürlich das Thema Ernährung und Gewicht thematisiert wird, ist das hier ein Disclaimer für die Leute, die sich bei sowas eher unwohl fühlen und das triggert. Also von dem her solltet ihr vielleicht da lieber abschalten. So, das ist jetzt, was ich übrig gelassen habe, weil ich habe einfach keinen Hunger mehr. Aber ich werde es jetzt natürlich nicht verkauen, sondern ich stelle es jetzt in eine andere Schüssel. Und das gibt es wahrscheinlich halt später noch oder so. Vielleicht tue ich da ein paar Haferflocken rein oder keine Ahnung was. Oder ich tue es später aufs Brot streichen, kalt. Aber ja, ich esse einfach nicht mehr weiter, wenn ich keinen Hunger mehr habe. Und wenn es dann nur so ein kleines Brotstück ist, dann ist es halt so. Okay, let's try this. Es schmeckt wirklich wie Snickers. Geil. Ich erlebe Ernährung als ein sehr intimes Thema, aber ein wahnsinnig schwieriges Thema, weil es eben so persönlich ist. Ich finde, der Vergleich mit anderen Menschen und mit deren Essgewohnheiten führt oft zu nichts, weil wir einfach so verschieden sind, unsere Körper so verschieden funktionieren. Aber ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich nehme euch einmal zu einer Woche von mir mit, weil das mehr repräsentativ ist, wie zum Beispiel nur ein Tag. Und probiere das halt so realistisch wie möglich zu machen. Also ich habe wirklich probiert, dass ich alles für was ich zu mir nehme, nicht die genauen Portionen und ich rede auch nicht über die ganzen Grammanzahlen, Kalorien oder sonst irgendwas, aber einfach, dass ihr so einen groben Überblick kriegt. Ich probiere mal meine Ernährung zu beschreiben. Also ich würde sagen, ich ernähre mich intuitiv, also ich esse dann, wann ich Hunger habe. Zum Beispiel die erste Mahlzeit, so called Frühstück, Breakfast, nehme ich meistens eher erst nach 12 zu mir oder so. Aber das ist natürlich auch jeden Tag anders, also je nachdem, wie ich Hunger habe. Ich halte mich nicht an Essenszeiten und ich hasse Kochen. Deswegen steige ich halt voll oft auf Tiefkühlprodukte um und sowas und ich probiere das wirklich zu ändern in den letzten Jahren und es wird besser und danke Gott für vorgeschnittenes Tiefkühlgemüse, weil dadurch tue ich zumindest ein bisschen mehr kochen. Und hier, das zeige ich euch auch noch gleich in dem Video, das ist dieses Suppengewürz, das ich selber mache, das ich zum Kochen benutze. Also das hilft mir zum Beispiel, motiviert ans Kochen ranzugehen, weil das gibt gleich so viel Geschmack rein, wo man dann wirklich keine großen Kochkünste haben muss und es schmeckt gleich und ist relativ natürlich, geil. Will heißen, ich probiere mich heute mit solchen Hacks ein bisschen mehr ins Kochen vorzuwagen. Eben danke Konservendosen, danke Tiefkühlgemüse. Also das hilft mir mein Leben unglaublich weiter, sage ich jetzt mal. Und eben dieses Suppen Gewürzding, das könnt ihr auch noch ein bisschen verfeinern mit einem Suppenwürfel, dann ist es noch ein bisschen intensiver. Das macht meine Mom immer. Und dadurch mir hin und wieder auch einfach, wenn ich Lust auf Salz habe, quasi so eine kleine Tasse machen an kleiner Gemüsesuppe und so für zwischendurch, weil ich ja keinen Tee trinke. So einen entspannten Umgang mit Essen hatte ich allerdings nicht immer, vor allem zwischen 16 und 22, also während meiner tänzerischen Ausbildung, habe ich sehr darunter gelitten, dass ich einfach viel mehr gewogen habe wie alle anderen und ich habe das Gewicht einfach nicht runtergekriegt. Ich habe alles probiert, ich habe Kalorien oder Punkte gezählt, ich habe Stunden abgewartet, bis ich das nächste Mal wieder essen kann, Low Carb probiert, mir einen Ernährungsplan schreiben lassen und Essen war einfach mein Endgegner. Ich habe mich immer furchtbar schuldig gefühlt, ich war gestresst, wenn ich Hunger hatte, weil durch das, dass ich mich so viel bewegt habe, hatte ich halt ständig Hunger. Ich konnte mich gar nicht stoppen, habe Heißhungerattacken gehabt, wenn ich mir das Essen vorenthalten habe. Ich habe alles probiert, 10.000 Jojo-Effekte durchgemacht und ich war
so unglücklich und ich habe da einfach auch ein bisschen einen Knacks abgekriegt, sage jetzt einmal, von dem Ganzen. Und ich sage jetzt mal, die meisten Tänzer oder Tänzerinnen haben das ein bisschen, ja. Und ich probiere wirklich seit Jahren da ein bisschen entspannter zu bleiben und das alles, das Essen nicht so wichtig mehr für mich ist, dass Essen einfach nicht das Wichtigste in meinem Leben ist und dass es einfach auch da ist und dass ich es enjoye, aber es dreht sich nicht alles ums Essen, um die Kalorien oder ja, also das ist so einfach mein Mindset, das, was ich probiere zu haben und dementsprechend wiege ich mich ja nimmer, seit Jahren schon nimmer. Und tatsächlich, je weniger Wichtigkeit ich dem Essen zugetan habe, desto besser ging es und auf einmal sind die Pfunde automatisch gepurzelt. Und ja, ich weiß, mein Essverhalten ist jetzt nicht wirklich vorbildlich, sag ich jetzt einmal, aber glaubt's mir, so wie es jetzt ist, ist es wirklich schon genial im Gegensatz zu den Zeiten, die vorher waren, okay? Oh mein Gott, let's call it a Portion. ja, das ist viel, aber das esse ich auf. Das schaffe ich, ich habe so Hunger. Weil nach den ganzen unzähligen Versuchen eben mein Essverhalten zu kontrollieren und healthy und bla und ja, nach der ganzen Sache kam die Phase in meinem Leben, wo ich mich wirklich so scheiße ernährt habe. Also entweder ich habe überhaupt nichts mehr gegessen oder ich habe nur Zigaretten geraucht und Red Bull getrunken oder nur McDonald's gegessen hier und da mal und dann wieder 24 Stunden nichts. Also ich muss wirklich sagen, dafür bin ich jetzt wirklich sehr nährstoffreich und abwechslungsreich unterwegs. Hey, in dem einen Ding waren Tomaten drin. Also ja, ich bin noch auf dem Weg dorthin, ne? zu dem idealen Ernährungsgeschichterl. Apropos Ernährungsgeschichterl, weil mich ein paar gefragt haben, ob ich Proteinpulver nehme. Nee, mache ich nicht, aber was ich mir oft mache, sind diese Energy Balls. Da habe ich früher auch so solche quasi fertig gekauft, vor allem, aber jetzt durch Corona habe ich ja mehr Zeit, von dem her mache ich es jetzt selber und ich hoffe auch, dass ich nach Corona das bei mir behalte, weil das echt, echt cool ist und solche snacke ich ja voll gern während dem Training. Ja, ich esse auch während dem Training, weil ich merke einfach, dass meine Performance, also meine Leistung einfach so viel besser ist, wenn ich hin und wieder mal mir so einen Zuckerschock verabreiche. Und natürlich bin ich nicht 24/7 so tiefenentspannt, was Essen angeht, okay? Ich habe genauso meine Momente, da wo ich wieder in alte Muster zurückfalle, vor allem wenn ich zum Beispiel mit Kolleginnen in der Garderobe bin und ich merke einfach, boah, die haben den perfekten Körper zu tanzen, bei denen ist das noch alles definierter und die Lines dadurch schon auf der Bühne so toll aus. Und natürlich überlege ich dann, oh mein Gott, ja, wenn ich da jetzt das und das machen würde, könnte ich das vielleicht auch haben und bla. Und das ist auch total menschlich und okay und ihr solltet euch dafür auch nicht haten, aber ich probiere dann immer wieder zurückzukommen und einfach auch zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin und ich freue mich auch darüber, dass ich zurzeit einfach auch so happy bin, dass ich quasi essen kann, was ich will und trotzdem mein Gewicht halten kann und das durch einfach appreciaten. Und es hat einfach so lange gedauert, bis ich an diesem Punkt war. Und deshalb habe ich ja jetzt Angst, zum Beispiel große Ernährungsumstellungen zu machen, weil ich Angst habe, das zu verlieren. Wie bereits gesagt, es ist eine Journey. Und ich freue mich einfach drüber, wenn diese Tage, wo ich mich selber in Frage stelle, einfach immer weniger werden. Ich möchte einfach nicht mehr, dass Essen mein Leben bestimmt und Punkt. So, was sind jetzt meine in Anführungszeichen Tipps? Ich würde auf jeden Fall sagen, haus die Waage raus. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, dass ich vor ein paar Jahren meine Waage verbannt habe aus meinem Leben, ja. Wirklich. Und ich weiß, dass es für Familien oft schwierig ist, aber verzichtet auf fixe Essenszeiten, ja. Und gebt euch ja keine Einschränkungen, was muss ich denn traditionellerweise als Frühstück essen. Wenn ihr Spaghetti mit Tomatensauce essen wollt, weil euch das Schwung gibt für den Tag und Energie, dann derzt es und lasst euch da nicht irritieren. Aber meines Erachtens das Wichtigste, esst dann, wenn ihr wirklich hungrig seid. Und zwar wirklich, nicht nur so ein kleines Hüngerchen. Weil glaubt's mir, dann ist das Essen so geil, wenn du dann wieder energiegeladen bist und so. Und es macht einfach so Spaß. Erlaubt euch gleichzeitig Reste übrig zu lassen. Erlaubt euch intuitiv zu essen und akzeptiert auch, dass jeder Tag da sehr anders sei. Und das Wichtigste,
Trust your body. Vertraut einfach darauf, dass euer Körper weiß, was er braucht und sich dann auch nimmt, was er braucht und lasst es zu. Glaubt mir, es hilft so sehr. Scharf. I know, das klang jetzt sehr Poesiealbum spruchmäßig, aber ich hoffe, dass ich euch ein bisschen was von meinem Essens-Mindset mitgeben konnte. Was mir persönlich geholfen hat, den Körper zu haben, den ich wollte, was natürlich bei jedem anders sein kann. In diesem Sinne, macht's gut und bis Sonntag!